Einen wunderschönen guten Abend, alle Damen und Herren zusammen. Freut mich, dass das geklappt hat. Wir sind alles Lehrpersonen, die du da eben gesehen hast und die vielen, die das noch schauen werden, die versuchen in dieser Unterrichtsform das selbstbestimmte Lernen möglichst umzusetzen, Schüler orientiert zu sein, nicht zentriert, also nicht alles machen, was der Schüler will, sondern sich daran zu orientieren. Vielleicht kannst du uns noch mal in aller Kürze zum selbstbestimmten, fremdbestimmten Subjekt, Objekt vielleicht noch mal, wenn das geht, ist ein Riesenthema, in aller Kürze vielleicht noch mal was sagen. Das hat sich ja auch in den letzten Jahren alles weiterentwickelt. Also ich habe im Augenblick ja schon eine viel breitere Vorstellung von dem, was Lernen ist. Und wenn ich es auf den Punkt bringe, dann heißt es, dass Lernen eigentlich zum Leben dazugehört, dass alles, was lebendig ist, eben immer lernt. Und wenn es nichts mehr lernen kann, ist es tot. So. Und dann überrasche ich dann gerne die Lehrer damit, dass ich ihnen sage, auch Erbsen können was lernen. Oder einzelne Zellen können lernen. Ja, und da sieht man, dass das Lernen eigentlich nichts weiter ist als der ständige Versuch, sich in der Welt mit ihren, wo ja auch noch andere sind, die auch leben wollen und die sich deshalb ständig verändert, muss man versuchen, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Und das, was man dabei ausprobiert, was gelingt, das wird im Hirn verankert. Dann rede ich immer davon, die alten Hirnforscher sagen dann immer, es ist das Belohnungszentrum, was da angeht. Und ich nenne das immer gern, dass dann der Lernstoff emotional aufgeladen ist. Wenn es nämlich für mich selbst bedeutsam ist, dann hängt da auch ein Gefühl dran. Das will ich dann ja auch. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch alles lernen kann, wenn es ihm nur wichtig wäre. Und deshalb ist es mir so wichtig, immer wieder auch mit Pädagogen darüber zu reden, was denn Kinder und Jugendliche oder Lernende davon abhält, das wichtig zu finden. Weil das ist ja keine Kunst, dass man das als Lehrer wichtig findet, was man da denen beibringen will. Aber das ist ja nicht das, worauf es ankommt. Weil am Ende muss das Kind diesen Lernprozess in seinem eigenen Hirn konstruieren. Und wenn man so ein bisschen eine Ahnung davon bekommen will, wie das funktioniert, dann muss man sich ganz kleine Kinder angucken, bevor die so von uns erzogen worden sind. Und da sieht man ja, die lernen ja alles von sich aus. Also das Greifen, das Krabbeln, das Laufen und die Sprache und das alles in 2 Jahren mehr oder weniger, das ist einfach ein Wunder. Und ich glaube, dass das nur deshalb geht, weil die das alle wirklich wollen. Also wenn ein Kind nicht wollte, ging es nicht. Ich glaube, von wollen gibt es ja auch kein Imperativ. Will geht ja nicht, ne? Nee, das muss, und deshalb ist das diese Subjekthaftigkeit, über die man da immer wieder reden muss. Es ist immer der Lernende, derjenige, der sich das Wissen und das Können in seinem Hirn in Form entsprechender Netzwerke selbst hineinbaut. So, das kann keiner von außen machen. Und da ist es mir immer so wichtig, dass das herausgestellt wird, nämlich dieses innere Motiv, warum will ein Kind lernen oder was hindert das Kind, diesen Moment in dieser Lernsituation mitzubringen, dass es sich auf diesen Lernprozess auch gerne einlassen möchte. Ich habe jetzt an einem Beispiel mal gesehen, Lehrer gibt, die das, also richtige in der Schule, die das erkennen, und da berichtete mir eine Direktorin von so einer Schule hier aus unserer Nähe, dass die gemerkt haben, dass es Kinder gibt, das hat gar keinen Sinn, dass man denen versucht, Englisch beizubringen oder Mathe oder irgendwas. Die haben einfach ganz andere Dinge im Kopf, die haben Probleme mit irgendwas, mit sich selbst, mit den anderen zu Hause, was auch immer das sein mag. Und dann haben die in der Schule einen Ort eingerichtet, den nennen sie Insel. Und jedes Kind, was aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht will und kann und was solche Probleme hat, das treiben die dann nicht in den Unterricht und machen sich selbst als Lehrer das Leben schwer mit solchen Kindern, sondern die sagen, dann geh doch erstmal in die Insel. Und in der Insel sind auch andere und es sind Begleiter, Betreuer in der Insel, die wirklich mit den Schülern darüber reden, was sie haben. Und dann stellt man plötzlich Sachen fest,
wo man sagen muss, da kann ja auch kein Kind was lernen. Ne? Zu Hause prügeln sich die Eltern oder es ist gerade jemand gestorben oder die Schwester ist krank oder es ist so eine ungünstige Konstellation in der Klasse, dass es sich da überhaupt nicht wohlfühlen kann. Und dann muss man die Kinder erstmal stärken, dass die diese Probleme los sind. Das Hirn kann nicht gleichzeitig zwei verschiedene Sachen richtig machen. Dass dieses ganze Multitasking, was uns hier eingeredet wird, ist, das ist etwas, das führt dazu, dass man, wenn man mehreres gleichzeitig macht, man eigentlich nichts richtig macht. Und von sich aus würde das Hirn immer aus versuchen, das entscheidende Problem zu lösen. Und erst dann, wenn das gelöst ist, geht es wieder auf und ist wieder offen für Neues. Und dann kann man was lernen. Und diese Tatsache, dass die meisten unserer Kinder wahrscheinlich auch bei Ihnen in den Musikschulen mit Problemen dahergelaufen kommen, die eigentlich sie belasten und wo sie dann trotzdem was lernen sollen, das ist eine ungünstige Situation. Es kann sich manchmal lohnen, dass man dem Kind erstmal widmet und guckt, wo das Problem steckt. Denn wenn man das weg hat, geht es wieder. Ich glaube, da haben wir in der Musikschule eine vielleicht leichtere Startposition als an den allgemeinbildenden Schulen. Zum Beispiel die Leiterin aus Luzern ist dazu geschaltet. Wenn ihr zum Beispiel das Haus der Musik macht, heißt das für mich eigentlich, lasst auch Kinder, die überhaupt noch nicht angemeldet sind, dabei sein. Lasst sie zuschauen, wie andere spielen. Und wir haben ja eigentlich einen hohen Prozentsatz von Kindern, die sagen, das Instrument will ich lernen. Wir haben Kinder, die jung anfangen. Allerdings, und das ist bei uns gleich bei allen, die anfangen in der Ausbildung, das Thema, Mama will, dass ich Trompete lerne, damit ich dann in der Blaskapelle mitspiele. Eigentlich will ich es nicht. Und wir versuchen dem wirklich gegenzusteuern und ehrlich gesagt auch zu sagen, frag das Kind, was möchtest du? Und gleich in der ersten Lektion eine Art Buffet zu machen, möchtest du gleich wissen, wie man Ton rauskriegt? Möchtest du wissen, wie man es unfallfrei auspackt? Möchtest du mal hören, was ich dir zutrauen würde, was du vielleicht nach einem Monat spielen kannst? Oder möchtest du ein tolles Lied von mir hören, dass das Kind gleich merkt, es wird angenommen? Ja, klar, das ist dann der Weg, wie das geht. Und wenn man das zustande bringt und man sich darauf immer wieder konzentriert und auch immer wieder darauf achtet, ob das Kind, ich nenne es jetzt mal, lernbereit ist. Das heißt mit anderen Worten, ob es überhaupt offen genug sein kann, um das, was in der Situation an neuen Erfahrungen gemacht werden kann, auch aufzunehmen und im Hirn zu verankern. Wenn das Kind diese Lernbereitschaft nicht hat, würde ich nicht anfangen, irgendwas mit dem Kind zu machen. Wir haben ja diese Akademie für Potenzialentfaltung und das ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wir begleiten Gemeinschaften dabei, dass die zu so einem Dreamteam zusammenwachsen. Ne? So. Das hat überhaupt keinen Sinn, da irgendwelche Methoden einzusetzen, sondern man muss zunächst nichts weiter machen, als die Bereitschaft in diesen Mitgliedern dieses Teams zu wecken, dass die gemeinsam wollen. Das Das nenne ich jetzt Gemein. mal gemeinsames Anliegen finden. Ne? So, und wenn Sie das haben, braucht man nicht mehr zu arbeiten. Das geht alles von alleine. So, und da, glaube ich, haben wir noch ein großes Defizit, weil wir aus dem vorigen Jahrhundert kommend eben zu viel Behaviorismus gelernt haben. Das waren ja Abrichtungsprozeduren. Das hat ja mit Lernen eigentlich gar nichts zu tun. Und die meisten Pädagogen lernen heute noch in der Pädagogikausbildung eigentlich, wie man konditioniert. Ja. Also das ist immer noch der alte Skinner und das sind immer noch diese alten Sachen. Das wird heute anders genannt, aber wenn man genauer in die Bücher reinguckt, es geht mit Belohnung oder mit Bestrafung. Früher hat man es mit Bestrafung gemacht, heute macht man es mit Belohnung. Und noch schlimmer mit Verführung. Und das ist alles ziemlicher Mist. Und da kann das Kind nicht bei sich bleiben. Ne? Dann lernt es was, weil es dann die Belohnung haben will. Darf ich das mal Oder übersetzen auf uns Musiker? Aber sag du mal, was du davon hältst. Ich versuche zu sagen, jedes Du kriegt bei uns einen Akzent drauf. Also nicht, was möchtest du oder was wollen wir jetzt machen? Was möchtest du jetzt lernen? Wirklich, damit das Kind sich wahrgenommen fühlt. Und zum Beispiel, was wir auch versuchen, das Kind muss zum Beispiel nicht mit dem Lehrer gleich loslegen. Ist zum Beispiel eine schlechte Lerndisposition, wenn es nicht geübt hat. Oh wei, jetzt muss ich ihm erstmal erzählen, ich konnte nicht üben, weil und jetzt spiel mal vor, mach's trotzdem. Sondern möchtest du dich einspielen, damit du so fit bist, wie du es zu Hause auch geschafft hast. Und das wollen die allermeisten Kinder. Was willst du? ja, natürlich. Das ist ja dieses, also nochmal, es gibt diese zwei Grundbedürfnisse. Das eine
Ich möchte dazugehören, bringen wir aus dem Mutterleib schon mit. Das ist dieses Bedürfnis nach Verbundenheit und Geborgenheit. Und das andere ist das nach Wachstum, nach Autonomie, Entdeckerfreude, Gestaltungslust. Das gehört alles in diesen Bereich. So, und wenn eines dieser beiden Grundbedürfnisse nicht gestillt werden kann, dann hat das Kind ein Problem. Mhm. Und die ungünstige Situation, die wir haben, ist, dass wir immer dazu neigen, entweder dem Kind diese Verbundenheit anzubieten und dann hängen sie da in ihren Gemeinschaften oder in ihren Familien und sitzen händchenhaltend auf dem Sofa, aber lernen nicht fliegen. Und dann gibt es welche, die haben so ein schlechtes Zuhause, wo keiner sich um den anderen kümmert, die lernen dann fliegen, aber das ist kein freier Flug, das ist ein Zwangsflug, den wir machen. Das heißt, du würdest immer diese Sehnsucht übrig. Die einen haben dann Sehnsucht, das nennt man dann Heimweh, und die anderen nennen das, die andere Sehnsucht heißt Fernweh. Und das hat wirklich, das muss man jetzt nochmal so deutlich für alle sagen, dass wenn man dieses Grundbedürfnis, das eine oder das andere nicht stillen kann, dann führt das im Hirn zur Aktivierung der gleichen Netzwerke, die auch dann aktiviert werden, wenn man körperliche Schmerzen hat. Das heißt, dem Hirn ist sozusagen dieses eingebunden sein in eine Gemeinschaft, in der man wachsen kann, genauso wichtig wie die Integrität des eigenen Körpers. Und jedes Mal macht es ein Signal. Und das heißt Schmerz. Deshalb tut das weh, wenn ich nicht gesehen werde. Heißt das dann aber auch, dass Lernbereitschaft, ich möchte das Instrument lernen, nicht automatisch auch Leistungsbereitschaft ist? Natürlich. Es gibt ja, ich habe das bis heute nicht verstanden, wer auf die Idee kommen kann, man müsste Kinder zu Leistung zwingen. Oder sie irgendwie motivieren, dass sie Leistung machen sollen. Nee, das muss man sich auch wieder bei den Kleinen angucken. Ich habe noch keinen kleinen Jungen gesehen, der einen mittelhohen Turm bauen will. Ja. So, immer der Größte. So, und die wollen ganz oben raus. Und das kann man aber eben sehr schnell kaputt machen. Also das geht immer dann kaputt, wenn man das Kind zum Objekt macht. Mhm. Wenn man anfängt, das zu bewerten, was das für ein Turm ist, wenn man mit klugen Ratschlägen daherkommt und ihm sagt, wie es das besser machen kann. Mhm. Wenn man das Kind zum Objekt seiner Erwartungen, seiner Absichten, Ziele, seiner Belehrungen, dann noch seiner Bewertungen und dann möglicherweise auch noch seiner Maßnahmen, und dazu gehören dann auch die Fördermaßnahmen, und dann noch seiner Anordnungen macht. Das ist so die Stufenleiter, die wir so alle haben. Also wenn eines davon passiert, ist aus. Dann können Sie es einpacken, das Kind ist nicht mehr lernfähig. Das Einzige, was das Kind jetzt noch lernt, ist, wie es aus dieser schmerzlichen Situation rauskommt. Ich glaube, die Erfahrung haben die meisten unserer Kollegen gemacht, weil je länger man dabei ist, wir haben ja auch den Organisationsaspekt, desto seltener sagen die Eltern, wann die Kinder zu kommen haben und wann der Sportverein ist, wann die Schule ist und so weiter, sondern immer mehr bilden die Kinder, weil sie sich nun alle kennen, alle 30, 40 Schüler, die ein Lehrer hat, lernen sich kennen und bilden selber Gruppen. Und diese Gruppen, das können sicherlich viele Kollegen, die länger dabei sind, bestätigen, da gibt es manchmal Dream Teams, Traumgruppen, wo dann aber auch etwa noch ein anderer Aspekt dazu kommt. Es gibt so etwas, was an Musik schon leider aus meiner Sicht gang und gäbe ist, Stücke abzuhaken, wenn man so halbwegs die richtig gespielt hat. Also noch gar keine Musik gemacht, einen richtigen Finger aufs richtige Loch und dann bist du einigermaßen durchgekommen. Und was ich beobachte, dass Schüler, die, wenn ein Kleiner beispielsweise am Klavier jetzt die Elise spielt, neu, und er hat die selber vor 2, 3 Jahren so mehr recht als schlecht gespielt und ist jetzt stolz, das zu spielen und merkt aber auf einmal, dass er das ganz anders spielt als damals. Diese Freude daran. Und das Spannende ist, was ich beobachte, dass dann plötzlich die Kleinen mit so einfach nur Töne richtig überhaupt nicht mehr zufrieden sind. Jetzt hast du es. Genau da wollte ich hin. Ja. Und dann werden die frei. Ja, weil dann sind die nicht mehr Bedürftige, die sich anstrengen müssen, sondern dann können die tatsächlich kreativ und unbekümmert und offen und mit Hingabe sich diesem Tun widmen. Ich glaube auch, ist kein Grund mehr da, der sie treibt. Also das, was der Kant die Verzweckung des Menschen nennt, das hört dann auf. Mhm. Sondern da sind sie ganz Mensch
Und das nenne ich dann immer, das sind sie ganz Subjekt. Und Subjekt kann man nur sein als Teil einer Gemeinschaft. Als Einzelner kannst du kein Subjekt sein, weil du dann da ist eine Grundbedürfnis nach der Zugehörigkeit nicht stillen kannst und dann bist du kein Subjekt, sondern ein Bedürftiger, der sich dann sehr gerne und leicht zum Objekt aller Angebote macht. Ist es dann wirklich, also jetzt mal zu überlegen, wenn ich jetzt 30 Minuten mit einem, der etwas fantastisch kann und ich muss das jetzt lernen, der versucht es mir zu zeigen, oder wenn ich in einer Gemeinschaft bin, wo da zwar ein Fachmann sitzt oder eine Fachfrau logischerweise oder andere, die schon was können, andere, denen ich was weitergeben kann und da auch ein sehr gutes Gefühl dabei habe, ist das viel lernfördernder als ich, oder du sagst, es gibt natürlich auch Kinder, die brauchen wirklich das nonstop am Stück. Oder ist das unterschiedlich? Das, oder ist was nun so rauskommt, ist es wunderbar, aber es hat auch fast jedes Kind dieses unglaublich dringende Bedürfnis, einem anderen Kind zu helfen, wenn es schon etwas kann, was das andere noch nicht kann. Und die können dem anderen Kind meistens viel besser als jeder Lehrer zeigen, wie es geht. Und das erleben wir Gott sei Dank. Als sie noch in diesem Lernprozess halb drin sind, und dass deshalb sich noch sozusagen, die können denen die Tricks sagen, wie sie das selber gelernt haben. Und das wird unglaublich praktisch und deshalb lernen die voneinander dann so gut. Und deshalb wäre das für solche Musikschulen immer ein Segen, wenn die dieses voneinander lernen. Wenn sie die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass dieses Voneinanderlernen eine Selbstverständlichkeit wird. Ja. Also da sind wir zum Beispiel dran. Ich habe Kollegen von einer Musikschule da, wo jetzt eine Kollegin 4 junge Schüler hat und 3 ältere gefragt hat, dass immer 2 von denen da sind, die einfach Paten sind. Einfach da sind. Und das Schöne ist, was letzte Woche passiert ist, ich hatte denen das so ein bisschen erzählt und die Lehrerin berichtete, da ist eine 16-Jährige, die fantastisch spielt und eine 13-Jährige, die noch was besser ist. Und dann sagt die 13-Jährige so, und das hat sie mitgekriegt, Tür stand ein Spalt offen, sagte sie, du, ich spiele das ja alles nach dem Gehör. Ich kann kaum richtig Noten lesen. Aber wenn jetzt die Kleinen kommen, dann ist ja voll peinlich. Kannst du mir mal sagen, wie du das gemacht hast? Dann fing die 16-Jährige an, du, das habe ich mit 7 Jahren so und so gemacht. Ja, wie denn? Und sie sagte, sie wollte dann nach 10, 20 Minuten rein. Die haben die achtkantig wieder rausgeschmissen. Das sind die Dinge, die wir versuchen, entstehen zu lassen. Das ist Lernen, ja. So muss es gehen. Und das muss man, ich glaube, das muss man auch innerhalb ihres Teams, das müssen sie sich gegenseitig, müssen sie sich ständig diese Sternstunden erzählen. Weil das sind Glücksmomente, wo man plötzlich begreift, wie es richtig geht. Und wir leiden ja alle an so einem verkopften Zustand, wo wir uns auch von anderen einreden lassen, wie wir es zu machen hätten, weil zum Beispiel die Wissenschaftler herausgefunden hätten, dass die haben sich bisher immer geirrt. Diese Wissenschaftler. Und es ist selten so, dass man sich auf das verlassen kann, was die da erzählen. Das Schöne ist, dass ich ja mittlerweile versuche, auch in der Ausbildung, und das wissen die, die jetzt zuhören, auch in den Seminaren das so zu machen, dass eben nicht das an einem Stück ist, sondern sie zwischendurch eine Dreiviertelstunde, Stunde Pause haben, während ich in einem anderen Seminar bin. Aber dass bei uns ganz viele Kollegen sind, die das wiederholen, das Seminar, zum zweiten, zum dritten, zum vierten, zum fünften Mal. Und dann, das können wahrscheinlich alle, jetzt sieht man sie nicht alle, aber die würden wahrscheinlich, bin ich ziemlich sicher, auch nicken, dass das Wichtigste in so einem Seminar ist, wenn da einer sagt, du, ich bin jetzt schon 5 Jahre dabei, wo du jetzt dein Problem hast, hey, ich habe so lange gebraucht, mir passiert es jetzt noch. Und das höre ich im Feedback sehr häufig, dass das wichtiger als alles Inhaltliche war, diese Ruhe von einem, der schon lange gemacht hat, um das selber zu erfahren. Vielleicht, ich würde gerne auf eine Kleinigkeit noch zu sprechen. Ich will mal, weil das eine schöne Gelegenheit ist, weil ich auch schon so ein alter Hase bin. Und ich werde oft gefragt, wie machen Sie das, dass Sie so einigermaßen vernünftige Vorträge halten? Und das könnte für die Schüler etwas sein, was sie denen mit auf den Weg geben, was denen unglaublich hilft. Weil man kann keinen guten Vortrag oder eine Vorführung machen, wenn man Angst hat. Und diese Angst ist ständig präsent, weil man ja sich zeigt mit diesem, was man da machen will. Und wir leben in so einer Gesellschaft, wo ja ständig bewertet wird. Und da weiß man, da sitzen unten welche, die warten nur darauf, dass man irgendwas falsch macht oder so. Und da muss man aus diesem inneren Bild, dass man jemand ist, der da oben zum Objekt der Bewertungen
gemacht wird, da muss man raus. Und da gibt es einen Trick und den geben Sie bitte alle an Ihre Schüler weiter, wenn die jemals in so eine Aufführung gehen. Und der Trick heißt, ich habe jetzt sehr viel geübt und das, was ich da alles gelernt habe, ist mein Geschenk. Und jetzt gehe ich auf die Bühne und packe dieses Geschenk aus. Ich habe es so gut wie möglich eingepackt. Ich packe es so gut wie möglich aus. Und dann kann ich das, das Einzige, was ich machen kann, ist, das so schön wie möglich auszupacken, damit es allen gefällt. Aber mehr kann ich nicht. Und das mache ich aber mit aller Kraft. So. Und dann sind die Schenkende. Und als Schenkender ist man immer Subjekt. Ja, das ist dann dieses, da ist man raus aus der Vorstellung, dass man bewertet würde, weil man weiß ja, man hat das so schön gemacht, wie man konnte. Und wenn man unterwegs dreimal hängen geblieben ist, passiert mir auch in meinen Vorträgen ständig, dass ich nicht mehr weiß, was ich eigentlich sagen will. Es macht nichts. Ich habe das Gefühl, ich habe es so gut gemacht, wie es geht, und ich fange an so angestrengt, dass ich es so gut machen wollte, wie es mir möglich ist. Was die da unten erwarten, ist mir scheißegal. Das ist mein Geschenk. So, wenn sie das hinkriegen, dann kommen die Schüler aus dieser Angst raus und haben so dieses innere Bild, sie bringen jetzt ein Geschenk mit auf die Bühne. Und da geht es auf einmal ganz leicht. Es wäre interessant zu gucken, ob das funktioniert. Also das ist ja fast schon ein Schlusswort. Aber ja, nein, das ist wunderschön. Dieses Schenken, man darf auch mehrmals dasselbe schenken. Und ich bin ja mehrmals in deinen... Ja, man kriegt es ja immer besser hin. Man ist sogar dasselbe Geschenk. Ich mache den Vortrag mal hier und dann wieder dort. Und dann merke ich, diesmal war das Geschenk noch besser. Ja, es ist auch so, dass mir, ich sehe da oben einige ganz interessiert zuhören, die haben mir gesagt, jetzt bin ich zum fünften Mal in dem und dem Teilseminar gewesen und dadurch, dass ich das immer mehr in die Praxis umgesetzt habe, merke ich es immer mehr. Und was ich auch sehr stark versuche, eben auch immer klar zu machen, das ist im ersten Semester oft ganz anders, hey, ich komme nicht, um euch zu bewerten, ich komme, um euch mit euch etwas um euch weiterzubringen, euch was zu zeigen, um auch vielleicht beispielhaft zu zeigen, eben nicht in der Ecke zu sitzen und hinterher das bis ins i-Tüpfelchen zu analysieren, sondern, was mir viele Studenten sagen, was eben ihre Dozenten nicht machen, mach's doch mal selber. Also mal 2 Minuten selber kurz zu übernehmen, um dann auch mal beispielhaft zu zeigen. Und die Kollegen, die wirklich 4, 5 Mal dabei waren, die haben es dann immer öfter erlebt und können es immer weiter auch ankern. Genauso wie es mir geht, wenn ich auch jetzt auf YouTube oder sonst deine Videos sehe. Ich merke immer mehr, wie ich das versuche zu verankern. Das heißt, das Geschenk häufiger immer wieder zu bekommen oder auch zu geben. Ja, aber das passiert von allein. Brauchst dich nicht anstrengen. Das passiert einfach, indem du verschenkst. Indem du verschenkst, wirst du immer ein immer lieber Verschenkender. Und wirst dabei auch immer besser, klar. Weil du dann auch spürst, was die Leute gerne geschenkt kriegen. Also das ist jetzt ein Ausflug, aber ich dachte, es sei vielleicht ganz gut, wenn man das mal so sagt, weil ich es einfach nicht... Es ist sowas Übles, wenn man Kinder und Jugendliche begleitet und dann sieht man, wie die da oben anfangen zu zittern, weil sie Angst haben. Ja, ja. Und das darf man keinem jungen Menschen antun, dieses Gefühl, von anderen bewertet zu werden. Und da würde ich würde endlos warten, bis der wirklich sein Geschenk vorführen will. Ja, so. Und selbst dann würde ich ihm noch so ein Hilfsmittel mitgeben, irgend so was Kleines, was eingewickelt ist, kann er in die Tasche stecken, damit er das nicht vergisst, dass er jetzt hier mit seinem Geschenk da hochkommt. Und das kann sehr viel bewirken. Das sind so Sachen, wo man plötzlich das Richtige tut. Es gibt noch was Zweites, das gebe ich Ihnen vielleicht auch noch mit auf den Weg. Ich merke in der letzten Zeit, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn man Menschen ermutigt, also einladen, ermutigen, inspirieren, so heißen ja die Worte, die man braucht, damit der andere in seine eigene Subjekthaftigkeit findet. Und was ich jetzt merke, ist, dass in vielen Bereichen unseres Lebens es ein sehr interessanter Zugang ist, wenn man Menschen einlädt, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Das ist der helle Wahnsinn. Also wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass das ist, was die Welt verändert. Wenn es uns gelänge, selbst mit uns selbst etwas liebevoller umzugehen und natürlich, wenn sie in solchen pädagogischen Weg sind, wenn sie es schaffen, dass ein Schüler anfängt, liebevoller mit sich selbst umzugehen, das wird ein völlig anderer Mensch. Der fängt an, in sich zu ruhen, der weiß, der ist nicht mehr abhängig von dem Werturteil anderer, weil er hat eine eigene innere Kraft.
der mag sich, der hat was zu verschenken und der muss nicht dauernd was kriegen. Und das wird richtig spannend, wenn man das so ein bisschen mit den Schülern auch mal bespricht, wie das gehen könnte, dass man liebevoller mit sich selbst umgeht. Und ich ergänze, ich als Lehrer mit mir auch. Und das ist etwas, was ich bei vielen Kollegen, die jetzt auch zuhören, beobachten kann, dass sie zunehmend liebevoller mit sich selbst umgehen. Aus dem Nähkästchen geplaudert, seitdem ich spüre, dass ich seit 12 Jahren nicht mehr arbeite. Aber wenn man das aufschreiben würde, die Zeit viel mehr als früher war, ist eben das ist genau das. Ich freue mich selber, ich mache es gerne und ich weiß auch viele, die zuhören, die das selber gespürt haben, wie sie Freude am musikalischen Lehren, Freude am musikalischen Lernen, diese beiden Dinge wirklich spüren. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man das, das ist ja kein Machen, das ist ein Sein. Wenn man das erreicht hat, ich glaube, dann ist man auch so ausgeglichen, dann kann man fast machen, was man will, weil man kommt nicht auf dumme Gedanken als Lehrer. Ja, weil man ist ja mit sich selbst in einer liebevollen Beziehung und das führt automatisch dazu, dass man auch liebevoll mit anderen umgeht. Also man kommt erst eigentlich in diese pädagogische Kunst, wenn man sich selbst überhaupt erstmal liebevoll annehmen kann. Also ganz spontan, wir haben einen Zweisatz, den ich heute gerne zum Dreisatz machen würde. Der erste Teil, ich möchte gar nicht mehr, dass mein Schüler was lernt. Ich möchte, dass er was lernen will. Ich möchte eigentlich, dass er liebevoll zu sich selber ist und einfach Freude hat, etwas zu lernen. Ich habe mir für dich am Schluss, wie es manchmal bei Quiz-Sendungen manchmal ist, noch 4 Fragen kurz aufgeschrieben. Bitte um ganz spontan Bauchgefühl. Welches Instrument würdest du dir aussuchen und warum? Akkordeon. Akkordeon. Haben wir jetzt keinen dabei, aber ich kann es dir besorgen, ein Lehrer. Sonst okay. Würdest du lieber allein? Ich habe schon Akkordeon. Ich habe auch schon zweimal versucht. Also einmal habe ich versucht, einen Anfang zu machen. Und da habe ich einen ungünstigen Lehrer gehabt. Der hat nicht gemerkt, dass ich Akkordeon nicht spielen will, um Stücke aufzuführen, sondern weil ich auf so einem Steg am See sitzen möchte und mir selber was vorspielen möchte. Ach, schön. Und da kann ich kein Notenpult gebrauchen. Da muss ich eine Hilfestellung kriegen, dass ich Akkorde hinkriege, die ich mir dann selber ausdenke auf diesem Steg. Und das hat er nicht verstanden. Und dann habe ich mir geschworen, ich mache noch mal einen zweiten Anlauf. Und ich habe ja noch viel Zeit. Und jetzt ist sowieso alles, wird immer, ich meine, durch Corona haben wir ja alle so viel Zeit. Vielleicht hole ich das Akkordeon wieder vor und suche mir mal wirklich einen Musiklehrer, der nicht den Ehrgeiz hat, mir Noten beizubringen, sondern der mir sozusagen hilft, meinen tiefen inneren Wunsch, dass ich auf so einem Steg am See sitze und für mich selbst ein Stück spiele. Vielleicht ist das, was du sagst, was du als Erwachsener so formulieren kannst, auch genauso bei Kindern. Und wir sehen es oft einfach nicht. Und es ist dieser Lehrplan, es sollte doch ein Lernplan sein. Und es ist Akkordeon. Solltest du, weil ich gerade überlege, wenn ich so meine Liste durchgucke, sehe ich niemanden mit Akkordeon, sonst möge er sich lautstellen. Wenn du etwas anderes noch, ein anderes Instrument hättest, wir sind seit Corona auch im Fernunterricht ziemlich fit drin, da können wir was miteinander hinbekommen. Würdest du denn dann, wenn jemand sagt, möchtest du das jetzt mal kurz für dich üben oder wärst du ein Typ, der das wirklich so, gib mir alles 30 Minuten am Stück, was wärst du für einer? Nein, ich brauche dann, also das muss stark genug sein, weil ich mich natürlich sehr gerne ablenken lasse und dann kriege ich wieder so eine Idee, dass ich mal wieder ein Buch schreiben könnte oder so und dann ist das so überwältigend, dass ich dann alles andere liegen lasse. Das ist schwierig. Also das müsste so sein, dass ich dieses Akkordeonspielen so ähnlich empfinde wie eine Meditation. Dass ich das als einen im Tagesablauf einbauen kann, wie eine Phase, wo ich mit mir selbst alleine bin und wo ich einfach übe. Und das können dann auch einfache Akkorde sein, die ich da einfach runterspiele. Das ist auch sowas. Und ich weiß, ich habe damals mit dem Akkordeon, als ich angefangen habe, habe ich mich so angestrengt, diese Noten zu treffen und dann ist alles, dass ich immer gemerkt habe, jetzt vergesse ich zu atmen. Kennst du das auch? Ja, oh ja, guck mal, wie viele da nicken. Und dann vergisst man
Da habe ich gesagt, das ist heiliger Strohsack, so kann ich es nicht, also das möchte ich, so möchte ich es nicht lernen. Nein, also bin auch sicherlich. Guck mal, wie Sie alle lachen. Das ist doch herrlich. Letzte Frage. Stell dir vor, Zeitreise 1958, der 7-jährige Gerald. Hätte dasselbe gesagt, mit dem Akkordeon am See zu sitzen? Oder was hätte der gesagt? Nee, der hätte wahrscheinlich damals noch Gitarre gesagt. Da haben wir einige. Ja. Hätten wir. Aber das Akkordeon ist Okay. da. Ja. Okay, wunderbar. Wir werden uns bemühen, zu schauen. Wir haben jetzt einige neue Kollegen wieder, die im Sommer anfangen. Es ist wirklich eine Riesenfreude und für mich persönlich, was für mich ein Geschenk ist, dass Kollegen sogar mit knapp 60 noch anfangen mit einer Ausbildung, weil sie spüren, ich möchte, dass die Kinder glücklich, freudig zu mir kommen, Freude am Lehren, am Lernen. Es gibt junge Studenten, Studentinnen dabei, die merken, der mir wörtlich sagt, ich will nicht 40 Jahre oder nach 10 Jahren das erst zu merken oder 40 Jahre zu unterrichten. Ich möchte das gleich spüren. Und wir versuchen mit unseren nicht wissenschaftlichen Dingen, mit dem Bauchgefühl, sehr immer Möglichkeiten den Lehrpersonen zu zeigen, wie können sie darauf eingehen, wie können sie das Kind begleiten oder ihnen vielleicht für euch alle, wenn ihr das hört, dass eure Schüler mit dem Klavier, mit der Geige, mit allem, was ihr spielt, Querflöte, am See sitzen und für sich selber spielen. Und dann geht das bis Göttingen rüber. Also ich mache mal noch ein Angebot, weil ich finde das ja schon ganz spannend, was ihr da macht. Und die Akademie ist eine Akademie, die begleitet Teams auf dem Weg zu einem Dream Team. Und da haben wir auch eine Bäckerei im Rhein-Main-Gebiet und wir haben ein ganzes Dorf und Lebensgemeinschaften oder Feuerwehrverein oder Radfahrgruppe oder keine Ahnung. Wenn ihr das mal miteinander besprechen möchtet, ob ihr nicht als Team, als Gemeinschaft in so einen Potenzialentfaltungsprozess reingeht und ihr euch, dann werdet ihr ein Begleitprojekt der Akademie. Und dann guckt ihr mal unter Akademie-Webseite, Aktivitäten, gibt es Begleitprojekte im Bildungsbereich, im Unternehmensbereich, in Kommunen. Und dann könnten wir miteinander mal überlegen, ob wir euch da mit in diese Reihe dieser Begleitprojekte aufnehmen. Und das würde heißen, wir versuchen dann mal einfach ein bisschen daran zu arbeiten, wie ihr miteinander arbeitet. Ja, dass Also wirklich dann am jetzt. Ende sowas rauskommt, dass jeder dankbar ist, dass er Teil dieser Gemeinschaft ist, weil er noch nie so über sich hinausgewachsen ist und sich auch noch nie so autonom und so frei gefühlt hat. Und ich Und das wäre glaube. großartig. Hätte ich Lust drauf und das finde ich auch schön, wenn wir das vielleicht hinkriegen. Es ist keine, da kommt keiner und hilft euch. Aber wir halten Kontakt und sind in so einem Austausch. Also üblicherweise ist es so, dass einer aus dieser Gemeinschaft, wenn wir so eine Gemeinschaft begleiten, die Gemeinschaft sucht einen aus, das ist der Sprecher. Und dieser Sprecher hält zu uns Kontakt und mit dem reden wir darüber, was gemacht werden könnte, dass aus der Gemeinschaft selbst heraus der Impuls und auch kommt und auch der Weg gesucht wird, wie sie es umsetzen können. Aber es muss innen so ein Motor sein, weil dieser nennen wir es mal Gemeinschaftsbildungsprozess, der muss von innen heraus aus der Gemeinschaft gemacht werden und nicht von außen durch einen Coach, der das Ganze draufsetzt, sondern das soll ein innerer Entfaltungsprozess werden. Ja. Und das wissen wir ziemlich genau, wie das geht. Und wenn ihr Lust habt, dann meldet ihr euch einfach mal und dann suchen wir mal jemanden aus eurer Truppe, der diesen Sprecher machen kann und dann können wir mal ein paar erste Schritte gehen und wir können mal gucken, wie weit wir da kommen und wo uns das hinführt. Ich weiß nicht, ob du die Galerieansicht hast. Da sitzt jemand, der hat ein breites Grinsen. Das geht also von Göttingen bis nach Dübendorf, um das so zu sagen. Wer weiß schon, wer gemeint ist. Du hast ihn schon kennengelernt. Darf ich euch mal ganz kurz, zumindest nicht alle die Mikros anmachen, kurz. Ich habe das Gefühl, dass unsere Gemeinschaft wirklich so ein Potenzial hat. Ich sage manchmal auch so locker willkommen im Club und die Seminare sind eigentlich ein großes Treffen, wo Wissen weitergegeben wird. Und ich würde mich sehr freuen, es wäre mir persönlich eine Ehre, wenn jemand von uns den Kontakt halten könnte. Darf ich euch mal kurz um eine Geste bitten mit eurem Kopf dazu? Oder ihr könnt auch rechts unten auf Reaktion klicken. Siehst du das in der Galerieansicht? Ich weiß nicht, ob du uns alle siehst.
Ja, ich sehe das und das ist gut. Und du Jetzt hat kannst davon die ausgehen, dass da eigentlich 30, 40, 50 mehr dabei werden und die das alle sehen werden. Ganz herzlichen Dank, guck Lest mal, das für dein miteinander Angebot. durch und überlegt euch das und dann meldet sich jemand bei mir und dann gucken wir, wie wir das in die Praxis bringen. Und das Ziel wäre immer, dass da eine Gemeinschaft entsteht, die auch Dinge zustande bringt, wo andere Leute, die dann von außen da drauf gucken, sagen, wie haben sie denn das hingekriegt? Das ist ja unmöglich. Und das würde in diesem Falle würde es heißen, eine neue Dimension in der Art und Weise, wie man Kindern hilft, die Musik zu lieben, in die Welt zu bringen. Dann sage ich ganz herzichen Dank für den Samen. Wenn man jetzt mal ganz nach dem Evangelium sieht, der Same geht auf, dieses Viertel. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe das Gefühl wirklich, dass du uns ganz sehr, sehr viel aus dem Herzen gesprochen hast, sehr viel Denkanstöße gegeben hast. Und ich denke, in unser aller Namen bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich. Und wie gesagt, ob dann Akkordeon irgendwann doch mal in Göttingen auftaucht oder per Zoom, da warten wir mal ab. Na, dann können wir uns etwas erkenntlich zeigen. Und du wirst keine Töne lernen müssen, das verspreche ich dir. Den würde ich achtkantig rausschmeißen. Okay, Gerald, ganz herzlichen Dank. Einen schönen Abend dir und Alles danke für Gute. deine Zeit. Alles Gute an alle und viel Glück und mach weiter so. Okay? Danke, Gerald. Ciao, tschüss. Ciao.